Und jetzt würde ich sagen, gucken wir jetzt gucken wir uns Menschen an, zu denen ich vielleicht nicht unbedingt aufblicke. Und zwar Leon Mascher, mein Statement. Jo, was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, Leon Mascher am Start. Zu einem neuen Video nach gefühlt 10.000 Jahren einfach, ich weiß. Heute habe ich mir einfach überlegt, heute haue ich mal ein Statement raus. Einfach ein bisschen Real Talk. Frei rausreden, was ich gerade so denke, was ich fühle oder was gerade so geht. Fangen wir mal damit an. Wieso so lange keine YouTube-Videos mehr kamen. So denke, was ich fühle oder was gerade so geht. Fangen wir mal damit an, wieso so lange keine YouTube-Videos mehr kamen. Ich selber habe damals immer so viele Videos rausgehauen, Masterplan rausgehauen, hunderte von Videos. Irgendwann kam ich... Da hat jemand geschrieben, es tut mir echt leid, aber er ist mir echt nicht... Bruder, du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass Leon Mascher dir nicht sympathisch ist. Also dafür musst du dich wirklich nicht rechtfertigen. Fangen wir mal damit an, wieso so lange keine YouTube-Videos mehr kamen. Ich selber habe damals immer so viele Videos rausgehauen, Masterplan rausgehauen, hunderte von Videos. Irgendwann kam ich zu so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe viel vernachlässigt in meine Familie. Ich habe weniger Zeit mit meiner Familie unternommen. Ich habe weniger Zeit mit meinen Freunden unternommen. Und so weiter, einfach so mein Privatleben. Habe ich vernachlässigt, mega vernachlässigt sogar. Dass ich mir einfach gesagt habe, Digga, mach mal ein bisschen langsamer, weil okay, Geld ist Mittel zum Zweck, das brauchst du, um Sachen zum Beispiel zu erledigen. Er hat weniger YouTube-Videos gemacht, beziehungsweise keine YouTube-Videos, weil er gemerkt hat, Park, danke schön, dass du sein Privatleben vernachlässigt. Und das hat auch wirklich nichts mit deiner Reputation zu tun. I am not sure. Wie zum Beispiel, du holst dir eine Kamera, zahlst vielleicht die Stromrechnung. Ich habe drauf geschissen in diesem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache einfach mein Ding. Ich habe einfach in dem Zeitpunkt drauf geschissen und gesagt, Digga, ich verbringe einfach mehr Zeit mit meiner Familie. Scheiß auf das Finanzielle. Gib nicht so viel Gas, dass du sagst, okay, Digga, jeden Tag... Ach, Leon Mascher, so ein Ehrenmann. Verzichtet auf das Geld, um mehr mit seiner Familie zu sein. Jetzt habe ich meine Meinung über ihn komplett verändert. Du musst ein Video raus, sondern genieß die Zeit mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Und kümmere dich ein bisschen um dein Privatleben. Und das habe ich jetzt so die letzte Zeit gemacht. Und ich muss sagen, ich schwör's euch, Leute, das tat richtig gut. Und auch wenn die Leute es nicht glauben, deswegen fühle ich mich gerade so wie noch nie zuvor. Aktuell fühle ich mich einfach sehr gut. Ich fühle mich so wie noch nie zuvor? Hattest du eine Erleuchtung oder? Seelisch stark, kopfmäßig, mental stark. Meine Familie geht so Gott sei Dank gut. Mein Freund. Auf jeden Fall muss ich euch sagen, Digga, auf YouTube wird natürlich viel Scheiße gelabert und so weiter. Okay, also bestimmt auf jeden Fall, das habe ich auch so ein bisschen bei mir gemerkt, dass man ab und zu eine Pause braucht von YouTube, um sich wieder so ein bisschen mehr auf sein, ich sag mal in Anführungsstrich, Privatleben zu fokussieren, um so ein bisschen klar zu kommen. Aber Leon Mascher war ja immer inaktiv, Ab und zu kamen Videos, da kam wieder 2 Wochen gar nichts, da kam wieder ein Video, dann 1 Monat nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie jeden Tag rausgehauen hat. YouTube wird natürlich viel Scheiße gelabert und so weiter. Da wird, Digga, Hater gibt's immer, das ist klar. Das Ding ist jetzt zum Beispiel bei mir, ich glaube... Ich kann mir gut vorstellen, dass Leon Mascher so ein Typ ist, der generell jeden, der ihn kritisiert, als Hater abstempelt und dann hat sich die Sache auch. Und generell jeder, der das Video nicht gut findet, alle 10.097, das sind Hater. Da oben an deinen lieben Gott und ich weiß, der erklärt alles. Sowas wie zum Beispiel Karma. Das sind so Aussagen, die einfach nichtssagend sind. Ja, Gott, der erklärt alles. Karma, Freunde. Gott, und ich weiß, der erklärt alles. Sowas wie zum Beispiel Karma. Karma klärt, Karma regelt, egal wann, wie, wo, Karma regelt. Ja, deswegen hast du auch die Reputation, die du hast, Bruder. Weil Karma regelt, das stimmt schon. Was ich zum Beispiel schlimm finde, ist nicht diese Videos unbedingt, sondern eher die Kommentare, wenn jetzt zum Beispiel einer schreibt, Leon, stirb. Oder, ey, Leon, wenn ich dich sehe, ich stech dich ab. Natürlich macht das was mit ein, aber ich muss sagen, ich hab eine dickere Weste jetzt so mit der Zeit bekommen. Diese Kugeln prallen alle an mir ab. Natürlich merkt man so ein bisschen den Druck, aber die prallen ab. Was ich nur scheiße und schade finde, ist, dass es da draußen Leute gibt, die dann... Also ich bin auch kein Fan davon, wenn irgendwelche Leute, nur weil sie jemanden nicht mögen, dann irgendwie, ja, dem irgendwelche Morddrohungen schicken und sagen, jo, ich stech dich ab, wenn ich dich sehe, jo, du sollst sterben und so. Ich finde das auch nicht so cool, aber es gibt ja so viele verschiedene YouTuber und auch Kommentatoren, jeder... Ja, der Leon Mascher kritisiert, auch sachlich und konstruktiv kritisiert und von ihm ebenfalls als Hater abgestempelt wird. Und die Sache ist, Leon Mascher war einfach nie in der Lage in den letzten Jahren, zumindest hat er es nicht gezeigt, zumindest ein bisschen zu reflektieren über seine Handlungen, über seine Videos, über seinen Content und er hat es einfach nicht geschafft, so er ist einfach nicht in der Lage dazu und deswegen, keine Ahnung, macht er auf jeden einen extrem unsympathischen Eindruck und das ist halt Karma so. Deswegen, also Leon Mascher biegt sich halt immer alles so zurecht, wie er es gerade gerne hätte und weiß nicht, ob ihm in seinem Leben auf Dauer helfen wird. Dann sagen, ey, ich fange mit YouTube an. Auf einmal kriegen die so einen kleinen Shitstorm und die kommen vielleicht gar nicht drauf klar, die sind labil und sagen, ey, ich springe jetzt von der, Alter, Leute, ich will eigentlich gar nicht darüber labern, aber ich meine jetzt, dass Leute auf dumme Gedanken kommen.
Ich will gar nicht drüber reden, Alter. Da muss man auch mega aufpassen, weil es gibt da draußen Leute, die wirklich labil sind, die dann sagen, ey, das reicht mir, ich habe keinen Bock mehr. Darum geht's mir ein bisschen. Das finde ich scheiße, Mann. Und vor allen Dingen finde ich scheiße, dass es da draußen auch Leute gibt, so die reacten, die manchmal gar nicht wissen, was sie machen. Die hauen raus ohne Ende, Digga, und sagen... Hey, ich bin's. Manchmal Sachen, wo die gar nicht wissen, was die damit anstehen. Denken gar nicht nach. Ich weiß, ein React live und man muss halt seinen Senf dazugeben. In dem Moment sagt man vielleicht manchmal was, aber ich weiß nicht, ob die Leute, die da so auf Sachen reacten, nicht später gewisse Sachen bereuen, was sie gesagt haben. Was glaubt Chris, dankeschön. Kann er bitte aufhören, über Karma zu sprechen? Bruder ist nicht stolz auf ihn. Ja, Lea Mascher, also die Sache ist, ich bin gerade der Typ, der auf ihn reactet und irgendwelche Sachen labert. Ich glaube nicht, dass das, was ich sagen werde, also das, was ich sage, irgendwie in naher Zukunft bereue. Ja, Wege, ich rede ohne... Aus mir kommt nur Scheiße, Leute. I'm sorry. In dem Moment sagt man vielleicht manchmal was, aber ich weiß nicht, ob die Leute, die da so auf Sachen reacten, nicht später gewisse Sachen bereuen, was sie gesagt haben in dieser Live-Reaction. Ich sage euch ehrlich, so ist meine Meinung. Zum Beispiel Montana Black. Was macht er eigentlich mit seinem Adding die ganze Zeit? Ich weiß, die Leute werden es jetzt nicht glauben, aber ich sag euch ganz ehrlich, Mann, auch wenn er 1000 Videos über mich gemacht hat und eigentlich so gut wie immer negativ über mich, ne, muss ich sagen, Digga, von seinen Videos habe ich was gehalten. Ich habe mir ungern die anderen Reactions angeguckt, weil ich wusste... Das ist so, dieser enttäuschte Lehrmascher. Von seinen Videos habe ich was gehalten. Ich habe von ihm was gehalten und so. Und jetzt tue ich es nicht, weil er was gegen mich gesagt hat. Immer, das war nicht neutral und dies und das. Das war immer so Hassgelaber und ist immer schwierig gewesen. Aber bei Monte wusste ich, das hat Gewicht, Digga. Der haut raus, das hat Gewicht. Aber auf jeden Fall hat er mich aber enttäuscht mit einer Sache. Digga, der hat Aussagen gemacht, jetzt vor kurzem bei einem Video, ich weiß nicht, war das gestern, wo ich dachte, Digga, no, Digga. Das ist nicht korrekt, was du da machst. Das ist wirklich nicht korrekt. Da muss man wirklich vorsichtig sein, Digga. Und deswegen kommt auf jeden Fall morgen ein Video, ein Statement einfach über Montana Black. Digga, du hast 1000 Videos über mich gemacht. Morgen kommt ein Video von mir, Digga, zu dir rüber. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Leo Mascher-Gerüst, was die Leute so im Internet aufgebaut haben, weil das bin ich nicht, Digga, was die Leute so über mich reden und sagen im Internet. Gewisse Sachen stimmen, ja, aber die bauen ein Gerüst auf, wie sie es gerne hätten. Aber ich bin der ich bin, Digga, nicht der, wo die sagen, dass ich der bin. Der bin ich nicht, Digga. Das ist wirklich so, Mann. Das ist einfach real talk, Mann. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr... Da hat jemand gefragt, warum ist der Monte und nicht Mimi? Boah, ich habe keine Ahnung. Also ich bin jetzt eigentlich auch davon ausgegangen, dass er nochmal so ein bisschen über Mimi redet, aber der erwähnt Mimi ja überhaupt nicht. Fragen an mich habt, dann gebe ich einfach meinen Senf dazu. Versuch mal wirklich sinnvolle Fragen reinzuschreiben, wo ich dann sage, ich lese sie mir durch, ich schwör's euch, ich lese sie mir durch, wo ich dann sage, okay, darüber muss man mal wirklich ein Video machen. Ich habe nie mein Statement im Internet gegeben. Ich habe immer zugehört, immer geguckt, was geht und so, ne? Okay, ich verstehe, damals war Comedy und so. Man hat halt so Comedy-Videos gemacht und so. Man hat halt auf Unterhaltungsbasis geantwortet und so weiter. Wenn Leute Fragen haben, wenn irgendwas ist, Digga, frag mich. Wirkt für mich so ein bisschen wie so ein Rechtfertigungsvideo irgendwo. Also zum einen sagt er, was klar, Bismarck, dankeschön. Also zum einen sagt er, yo, mich interessiert das alles gar nicht. Also mir packt das alles nur noch ab, ist mir scheißegal. Aber auf der anderen Seite macht er dieses Video, geht so wirklich detailliert darauf ein und sagt so, ja, das finde ich doof, das finde ich scheiße und keine Ahnung. Also redet so ein bisschen um den heißen Brei herum. Ich gebe euch eine Antwort. Ich versuche euch eine Antwort zu geben. Digga, ab jetzt ist finito. Digga. Dieses Leo Mascher-Gerüst im Internet, das wird einstürzen, ob ihr wollt oder nicht. Ja, natürlich wird das einstürzen. Redet ihr, Digga, über was? Über Sachen, die vor 2, 3 Jahren, 5 Jahren passiert sind. Und jetzt könnt ihr mir mal zuhören, Leute. Ohne Spaß. Wenn ihr ein Video ein Like gebt dem Video ein Like. Wenn ihr dem Video ein Dislike gebt, Digga, gebt dem Video ein Dislike. Keiner zwingt euch. Macht, was ihr wollt, ne? Ich bin da. Ich gebe meinen Senf dazu, Digga. Was ist denn los? Darf ich das nicht machen, oder? Gib Mimi jetzt endlich die SD-Karte zurück. Ja, dieses Statement. Also was genau war daran jetzt ein Statement? Also Real Talk, was daran war ein Statement? Da hat ja einfach irgendwas gelabert. Sagen wir mal so, morgen um 11 Uhr, morgens, Sonntag, kommt das Statement. Statement zu Montana Black, da bin ich gespannt. Zu Montana Black, das muss man ein bisschen aufräumen, ne? Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Schreibt in die Kommentare. Ich frage mich, ob so ein Leo Mascher, der ein Ansagevideo gegen Montana Black macht, ne? Das kommt ja morgen um 11 Uhr raus. Was ist das überhaupt für eine Uhrzeit, Bruder? Jeder schläft da. Spaß. Ich glaube, ganz egal, was das für ein Video sein wird und ganz egal, was er da sagt, das wird ihm nichts bringen. Also dieses Video gegen Montana Black, was er morgen hochladen wird, ist ein absolutes Eigentor. Da kann er wirklich die besten Argumente überhaupt haben. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das wird wirklich nicht funktionieren. Ja, dieses Statement-Video ist auch echt wack. Also der redet ja einfach nur um den heißen Brei, sagt, yo, Montana Black, ich bin enttäuscht von dir. Yo, diese Reaction-Kanäle haben keine Ahnung, wovon sie reden. Yo, Leute, guck mal, ich habe jetzt eine Weste und jeder Hate prallt an mir ab. Lea Mascher, was willst du uns damit sagen? Willst du einfach nur damit flexen, dass du jetzt gefestigt bist und dass Hate
dich nicht berührt und ich check das nicht. Also was daran war jetzt ein Statement? Relevante Themen über Lea Machia, Mimi fick dich, locker ausgenutzt. Oh mein Gott. Ja, keine Ahnung, warum ich mir. Also irgendwie war das absolute Zeitverschwendung. Wir haben uns jetzt 5 Minuten angeguckt und hoffentlich gucken wir jetzt ein besseres Video. Drop, drop, drop.